Der Hecht. Auto seltsam Gensi. Unser Hecht, Hecht, Skrikok, Schnock und Wasserwolf, Esox Lucius, ist der gefürchtetste Räuber der europäischen Seen und Flüsse, der größer als Hai der Binnengewässern. Die Sippe, welche er vertritt, kennzeichnet sich durch vollständige Bezahnung und kleine, festsitzende Schuppen. Die Nebenkiemen sind unsichtbar, die Bauchflossen in der Mitte des Bauches, die Rücken- und Afterflosse am Ende des Leibes unweit der sehr großen, etwas in der Mitte ausgeschnittenen Schwanzflosse angesetzt. Besonders bezeichnend für den Hecht sind außerdem der niedergedrückte Kopf und die breitschmblige, weit gespaltene Schnauze. In Färbung und Zeichnung ändert unser Fisch außerordentlich ab. Seine Länge kann bis 2 Meter, sein Gewicht bis zu 35 Kilogramm ansteigen. Obschon Hechte von 130 cm Länge und 25 kg Gewicht als seltene Erscheinungen bezeichnet werden müssen. Mit Ausnahme von Island und, wie behauptet wird, von Spanien findet sich der Hecht in allen Süßgewässern Europas, hier und da wohl auch in der See, ebenso im Kaspischen wie im Eismeer, nach unseren Erfahrungen mindestens im unteren Ob. In den Alpen steigt er bis zu 1500 Meter unbedingter Höhe, in den Gebirgen des südlichen Europa wohl noch höher empor. Selten ist er nirgends, in den meisten Gegenden vielmehr häufig, kaum irgendwo sonst aber so gemein wie im Au und seinen Zuflüssen, welche für ihn alle Bedingungen zum Wohlleben in sich vereinigen. Er weiß sich aber auch je nach des Ortes Gelegenheit einzurichten und scheint sich in einem seichten, sumpfigen Gewässer ebenso wohl zu fühlen wie in einem tiefen, klaren See. Kraft und Gewandtheit im Schwimmen, bemerkenswerte Sinnesschaffe und ungewöhnliche Raubsucht sind seine hervorstechendsten Eigenschaften. Er durchschwimmt wie ein Pfeil die Wogen, lugt scharf nach allen Seiten hin und stürzt sich auf die Beute mit einer fast unfehlbaren Sicherheit. Seine Gefräßigkeit übertrifft die aller anderen Süßwasserfische. Ihm ist nichts zu schlecht. Er verschlingt Fische aller Art, seinesgleichen nicht ausgenommen, außerdem Frösche, Vögel und Säugetiere, welche er mit seinem weit geöffneten Rachen umspannen kann, packt, wie eine in England angestellte Beobachtung beweist, den untergetauchten Kopf des Schwanes, lässt nicht los, so viel auch der stolze und kräftige Vogel sich sträuben mag, und erwürgt ihn, kämpft mit dem Fischotter, schnappt nach dem Fuß oder der Hand der im Wasser stehenden oder sich waschenden Magd, vergreift sich in blinder Gier sogar an größeren Säugetieren. Zu der Römerzeiten stand das Fleisch des Hechtes in geringem Ansehen. In späterer Zeit gewann man andere Anschauung, und jahrhundertlang galt, in England wenigstens, das Fleisch des Hechtes für besser als das des Lachses. Auch gegenwärtig noch hält man einen gut zubereiteten Hecht in Ehren, bezahlt das Kilogramm seines Fleisches mit 40 Pfennigen bis 2 Mark und selbst noch höher und verfolgt den Raubfisch dementsprechend nicht bloß des Schadens halber, welchen er anrichtet. Verschieden ist die Art und Weise des Fanges. Außer Netz und Reuse wendet man hauptsächlich die Angel an, am liebsten die sogenannte Schmeißangel. In der Schweiz pflegt man, laut Judy, die Hechte während der Laichzeit zu schießen. Der Jäger feuert, indem er das Gesetz der Strahlenbrechung im Wasser beachtet und etwa eine Handbreit vorhält. Selten verwundet die Kugel, welche im Wasser ihre Kraft teilweise verliert, den Fisch. Krachen und Wasserschwall aber betäuben ihn, dass er einige Zeit auf dem Rückken liegt und dann rasch mit einem Ast ans Ufer gefischt und getötet werden kann. Zur Teichwirtschaft eignet sich der Hecht vorzüglich, vorausgesetzt, dass man ihn da unterbringt, wo er nicht schaden kann, oder ihm genügenden Vorrat an Fischen gewährt. Er verträgt hartes wie weiches Wasser, darf jedoch nicht während der Laichzeit eingesetzt werden, weil er zu dieser Zeit leicht absteht. In Karpfenteichen hält man ihn, wie wir gesehen, damit er die trägen Karpfen aufrührt. Doch muss man vorsichtig sein und nur kleine Hechte einsetzen, welche nicht schaden können, beim Ausfischen des Teiches auch sorgfältig sie aufsuchen und entfernen. Vor wenigen Jahren, erzählt Lenz, wurde ein Hecht beim Ausfischen in einem Teich nicht gefunden. Man nahm an,
es sei keiner mehr darin, und brachte neue Karpfennetze ins Wasser. Als nach 2 Jahren der Teich gefischt wurde, waren nur sehr wenig Karpfen in ihm übrig. Dagegen fand sich der Hecht vor, groß und wohlgenährt und mit einem entsetzlich großen Maul. Er hatte einen Karpfen nach dem anderen verschluckt und, da sie doch für seine Größe zu dick waren, bei der Arbeit seinen Rachen auf eine ganz unnatürliche Weise erweitert.